Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar, Montag, dem 27. Juni. Ja, die neue Woche nach dem Brexit. Was da noch alles auf uns einbröseln wird, das sei mal gespannt abzuwarten. Aufgrund der Knappheit der Wählerschaft und dem, was man hier über Schottland und den anderen anreihenden Staaten hört, ist ja auch das Königshaus Britanniens schon ein Stück weit in Sorge, dass das hier alles zusammenkippt, auch auf, oder besser gesagt aus UK-Sicht. Das bleibt also spannend, wie das hier noch weitergeht, konkret in Sachen Brexit, weil die Briten ja selbst mehr oder weniger auch nicht wirklich jetzt genau den Plan haben, wie das ablaufen soll. Aber dazu sicherlich mehr in den nächsten Wochen, Schrägstrich Monaten. Letztlich sehen wir, und das ist heute der Fokus, den Goldpreis schon wieder sehr, sehr stark vorne. Heute hier wieder mit 0,7% von. Wir gehen mal wieder vom Großen ins Kleine, bevor ich Ihnen dann das ein oder andere Schmankerl zeige. Tatsache ist, wir haben hier eine weiter intakte Aufwärtsbewegung und die Unsicherheiten, die hier im Sinne des Brexit auf den Markt einbröselten, sind hier natürlich genau das, was den Goldpreis letztlich beflügelt. Dieser hier jetzt notierend über dem Hoch vom Januar und das sogar eben auch mit Wochenschlusspreis der letzten Woche. Und ja, sollte es einen kleinen Pullback in Richtung 1300 geben, dann wäre das rein technisch gesehen eine sehr, sehr schöne Situation, um hier nochmal reinzukommen in den Markt, der dann sehr wahrscheinlich hier in Richtung 1300 $1.385, $1.400 anziehen mag. Das hat der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen im Seasonal Chart, den ich gleich nochmal hole. Und es gibt auch eine Seasonal Konstellation im Sachen Gold Future. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich an. Jetzt hier mal vom gerade eben gesehenen großen Chart hier in den Tageschart. Eine Kerze, ein Handelstag in dem Zusammenhang. Und hier natürlich die Brexit-Kerze. Sehr, sehr dynamisch Ausbruch erfolgt. Und wir hatten ja hier auch unlängst schon Mitte Juni die Tendenz, okay, wenn wir hier nach oben rausgehen, dann kann sich hier oberhalb von 1300, wenn sich es denn festigt, das Ganze weiter stabilisieren, um dann hier praktisch Preise rein vom Fibonacci-Level her auf 1367 zuzulassen. Letztlich, Sie sehen hier diesen grauen Pfeil, dafür entschied sich der Goldpreis im umgekehrten Sinne. Es gab also eine Konsolidierung und tatsächlich hier die Alternative, dass, wenn der Goldpreis zwischen $1.260, $1.250 zurückfällt, es hier eine sehr, sehr schöne Kaufchance gäbe. Und ja, das ist jetzt erfolgt. Wir sind wieder ausgebrochen, jetzt eben auch per Schlusspreis hier über $1.300. Und das heißt ergo, dass hier die Lage definitiv bullisch ist und auch bullisch bleibt. Das unter, wie gesagt, jetzt technischen Gesichtspunkten und auch saisonalen Gesichtspunkten. Die Gretchenfrage wird eben nur sein, geht das schnurstracks so weiter? Wir sehen mal hier die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 60 Tage. Da habe ich übrigens noch einige Goldpattern, die sich hier immer wieder einreihen. Letztlich kurzfristig sieht es relativ gut aus. Selbst wenn wir jetzt eine kleine Schwäche sehen, darf es nochmal nach oben gehen. Anfang Juli dann hier rein, saisonal gesehen, ein kleiner Dip, der sich aber, wie gesagt, im Gold-Future nicht widerspiegelt. Das werden wir dann gleich nochmal vergleichen. Letztlich haben wir aber mit Blick auf die reine zyklische Saisonalität jetzt hier seit Mitte Juli oder ab Mitte Juli vielmehr dann ein sehr, sehr bullisches Setup, was hier sozusagen den Markt weiter nach oben beflügeln dürfte. Jetzt schauen wir uns mal kurz das Comex Goldpreis, den Comex Goldpreis hier am Terminmarkt am Future-Markt. Und da sehen wir, dass hier direkt weiter steigende Preise zu erwarten sind und das auch hier im saisonalen Kontext direkt auch schon losgehen kann. Das ist eine kleine Diskrepanz zwischen dem XAU-US-Dollar, also hier dem Spotpreis vom Goldpreis, hier bei der Goldpreis-Future, wie gesagt, schon direkt bullischer wirkt, obgleich hier während der Zeit Juli bis August der rein Spotpreis gehandelte Goldpreis hier schon nach oben dreht, der Future hingegen hier seitwärts tendiert, schlussendlich aber hier spätestens ab Ende August das alles sehr, sehr bullisch wird, also Goldpreis auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn wir uns die technische Situation aber jetzt mal anschauen, dann könnte es, wie gesagt, wenn es ein Pullback in Richtung 1300 gibt, hier eine schöne Chance darstellen, um einzusteigen und wie auch auf dem Wochenchart schon dargestellt, dann eben auch höhere Preise anzustreben. 1380, 1400 ist auf jeden Fall ein erreichbares Ziel. Jetzt natürlich ganz klar de facto ein No-Go, wenn wir diese komplette Brexit-Kerze hier umkehren würden. Das war ja natürlich eine 100-Dollar-Kerze, das ist oder über 100 Dollar, das ist sehr, sehr enorm. Sollte eine solche Kerze, also hier das Kapital, was in den Goldpreis gegangen ist, sich umkehren, da kann man auch schon Preise unterhalb von 1270 dafür nehmen, aber insbesondere eben unterhalb dieser Kerze wäre das ein höchst, höchst bärisches Signal, was den Markt dann auf jeden Fall drücken dürfte, wenn der Goldpreis hier praktisch die Brexit-Kerze
Tageskerze negiert. Wenn das Ganze dann hier praktisch umgekippt wird, dann werden alle, die hier long aufgesprungen sind, definitiv schon raus und dann könnte das Stimmungsbild auch ganz klar kippen. Also wenn wir hier unterhalb von 1250 gehen würden, wäre das eine sehr, sehr bärische Situation. Sehe ich aber aktuell nicht. Gerade auch von dem saisonalen Hintergrund wirkt das, wie gesagt, alles sehr, sehr bullisch auf mich. Und zum saisonalen Hintergrund jetzt noch mal hier die Stats. Wir haben beim Goldpreis Future Kontrakt hier vom 27.06., also Close heute Abend, bis zum 8.07., also für 9 Handelstage, eine bullische Phase, die hier während der letzten 21 Jahre Einzug hielt. Und das Ganze hier in einem Chart aufgearbeitet sieht dann konkret so aus, dass wir hier eine Trefferquote eben von knapp 81% haben. Während der letzten 21 Jahre gab es 17 Mal einen Treffer, nur 4 Verlierer. Durchschnittliche Gewinn liegt hier bei 27,8 Dollar, durchschnittliche Verluste hingegen rund 14. Das ist hier ein super Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn wir das Ganze natürlich hier mal seit 1995 aufreihen, dann sehen wir hier die einzelnen Jahre im Goldpreis Future und hier eben die Performance-Kurve. Zuletzt, interessant, gab es ein Minus. Letztes Jahr auch bekanntermaßen der Goldpreis auch über den Sommer, was rein bullisch, saisonal gesehen, wie wir gerade auch an den Charts gesehen haben, eine sehr, sehr interessante Marktphase ist. Ging es nicht nach oben, der Goldpreis hier in der Korrektur. Und genau das sehen wir jetzt hier auch an diesem Chart, der hier eben aufzeigt, okay, im letzten Jahr ging es hier eben nach unten, im Vorjahr noch 21,1 Dollar nach oben, jetzt im letzten dann runter und in der Vergangenheit zeigte sich eben, okay, es kann auch 2 Jahre danach mal ins Minus gehen, das sehen wir dann hier in diesem kleinen Dip, das war praktisch 2009, 2010. Aber eher die Ausnahme, ja, dass es hier praktisch nach einem Verlustjahr nochmal ein Verlustjahr gibt. Wir hatten hier einmal die Konstellation, insofern die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so ungewiss, dass wir dieses Jahr wieder einen positiven Abschluss finden. Das Ganze, wie gesagt, geht nur bis zum 8.7., ja, also hier eine Haltedauer von 9 Tagen und ja, ein heutiger Schlusspreis dürfte hier beflügeln. Sollte es Rücksätze hier in Richtung 1300 gehen, dann wäre das hier prozyklisch als Einstiegssignal zu sehen, gerade auch vor dem saisonalen Hintergrund bis eben hier zum ja, 7. Juli, 8. Juli, um dann hier sozusagen kurzfristige Performance mitnehmen zu können. Also behalten Sie den Goldpreis mal im Auge, der ist sowohl kurzfristig hier im Tageschart als auch natürlich auf Wochenchartbasis sehr, sehr interessant. Hier scheint sich noch Größeres zu tun. Das Einzige wäre natürlich, wenn hier das ganze Brexit irgendwie sich wie auch immer geartet umkehrt, das Kapital wieder aus dem Goldpreis zurückzieht. Das wissen wir natürlich nicht, was da noch passieren wird. Letztlich können wir hier uns nur an den Preismarken orientieren und je nachdem, ob der Preis hier eine bestätigende Fortsetzung findet oder nicht, dann entsprechend darauf reagieren. Warten wir mal ab, was kommt, rein technisch und eben saisonal sieht es zumindest erstmal ganz gut aus. Das kann man so als finales Statement stehen lassen. Kleine Info noch am Rande. Das Devisenradar wird am Dienstag und Mittwoch nicht on air sein. Die nächste Sendung gibt es erst am Donnerstag wieder. Hier aufgrund von terminellen Terminen sozusagen hier nicht möglich. Freue mich aber auf jeden Fall, wenn wir uns am Donnerstag wiederhören. Eine Verschiebung des Devisenradar-Webinars wird es dann auch noch geben. Dazu aber Info an alle Teilnehmer natürlich wie gehabt. Und ich sage jetzt erstmal eine schöne Zeit. So viel Sonne wie möglich, wenn es denn geht. Und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.